Eineinhalb Jahre sind das her, wo ich die letzte Mod-Verstellung von meiner Mod gemacht habe und ich habe jetzt gedacht, komm, es wird mal wieder Zeit für eine Update-Vorstellung. Beziehungsweise für eine komplett Neuvorstellung, na Kurzfassung. Und zwar geht es um meine eigene Mod Morbidella Stuff, die fügt über 550 plus Sachen in eure Welt hinzu, mit Craft-Rezepten, Prozeduren, Blocks, Items, von allem überhaupt was dazu. Die Mod hat auch seit der 1.10 Pre-Release Spanisch Support und nicht mehr nur ein Englisch und Deutsch Support. Ich habe auch in der Zeit ziemlich viele andere Sachen für meine Mod gemacht. Ich habe eine Backpot-Mod gemacht, einen Plastic-Edit, Datapack habe ich gemacht, ein Programmer-Art habe ich gemacht. Also sozusagen alles Mögliche, was man halt als Addon für eine Mod halt machen kann, unabhängig von einer anderen Mod. Die anderen Sachen sind auf jeden Fall auch verlinkt und ich würde mal sagen, legen wir auf jeden Fall los. Um hier nochmal in der Mod-Info zu schauen, sieht man hier, ich habe es mit einem Creator erstellt. Ja, ich mache mittlerweile aber schon ziemlich komplizierte Sachen. Man sieht doch hier schon in der Schrift FOS for Fabric and Forge. Die Mod ist auch mittlerweile Fabric-kompatibel. Habe ich das auch schon mit dem Feather-Client getestet und es funktioniert einwandfrei. Nur, dass bei Fabric halt ein paar Handicaps sozusagen dabei sind, dass man ein paar Befehle nicht hat, den Boss teilweise nicht hat und so weiter und. Die Version ist die 1.10.1, wo ich hier die Mod so aufnehme. Und ich habe hier eine Welt schon vorbereitet, die auf jeden Fall sozusagen die Mod richtig gut zusammenfassen kann. Und zwar sieht man hier schon im Chat: "You're using the MPOS version 1.10.1. Have fun." Auf Deutsch gesagt, du nutzt die Morbidella Stuff Version 1.10.1. Hab Spaß. Das ist eine 1.10 beispielsweise neu. Man muss bedenken, dass die letzte Update-Vorstellung meiner Mod in der Version 1.4 war. Und jetzt sind wir mittlerweile bei der 1.10.1 Stand von dieser Mod-Vorstellung. Manche werden es bestimmt schon erkannt haben, dass diese Karte hier die Karte ist, was man an die Mod-Seiten halt so erkennt. Fangen wir jetzt einfach mal mit den Strukturen an. Stand vor der 1.10 hatte diese Mod 11 Strukturen, die diese Mod halt hinzugefügt hat. Jetzt sind es insgesamt 17 an der Zahl. Könnte auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein, weil die Bedrock Trees, die hier in der Mod hinzugefügt sind, die sind hier nicht aufgelistet, weil die einfach eigentlich normale Bäume sind, die hier in Plains Biome und halt normalen Wäldern und so weiter generieren. Bedrock Bäume sind halt die Bäume, wo halt Ranken drauf sind oder halt umgestürzt sind. Wird man am besten kennen, wenn man die Bedrock selber spielt. Aber werden wir jetzt erstmal wirklich eben die ganzen Strukturen anfangen, die hier wirklich eigentlich auftauchen. Es gibt auch verschiedene Varianten von Loot bei den Strukturen, die ich extra angepasst habe in der 1.10, die auf jeden Fall sehr abwechslungsreich ist für die ganze Vanilla Struktur schafft und so weiter. Fangen wir einfach mal an mit den Bedrock-Pilzen. Das sind eigentlich ganz normale Pilze, wie man hier sieht, nur dass die halt in Sümpfen generieren, wie es halt in der Bedrock tut. Aber jetzt kommen wir einfach mal zu diesen Treasure Tree, beziehungsweise Schatzbaum, wie es auf Deutsch heißt. Und zwar hat es hier zwei verschiedene Arten von Loot. Einmal hier mit so einem Setzling und einmal hier nochmal mit irgendwie Holz oder sowas drin. Da haben wir hier eine Mini-Pyramide, generiert in der Wüste, teilweise sogar in dem Mesa-Biom. Hat zwei Varianten auf Loot und wie man hier sieht, würde hier theoretisch TNT generieren, ist aber hier sicherheitshalber abgebaut worden, damit hier auf jeden Fall nichts weggesprengt wird oder so. Ach ja, hier, dieser Baum hier generiert halt genauso wie halt die Bedrock-Bäume es generieren. Kommen wir jetzt erstmals zur ersten Endstruktur und zwar ist das hier der Drachenschädel. Die Struktur hat 6 Varianten auf Loot und in dieser Struktur generiert die ganzen Verzauberungsbücher, zum Beispiel die ganzen Verzauberungen, die halt diese Motte hier so hinzufügt, wie beispielsweise Schnell, Bergbau, Regeneration, Spinnaugen, Resistent und Schwimmflossen. Zusätzlich generieren auch nochmal Reparaturen und so weiter. Das war nämlich als erstes in der Struktur dabei. Die Struktur generiert tatsächlich relativ häufig, aber halt jedes Mal mit einem anderen Loot, beziehungsweise mit einem anderen Verzauberungsbuch. Dann kommen wir hier erstmal zur ersten Struktur, die in der Luft generiert, und zwar Skyblock 1. Wie man hier sieht, ist es eigentlich ganz normal Skyblock, nur mit deiner geupdateten Truhestufe 1, inklusive ein paar Items, die man halt, ja, also Skyblock braucht, inklusive ein paar gemoddeten Items. Diese Struktur ist einer der wenigen Strukturen, die einen Doppelpack generieren kann, generiert nur in der Luft. Das gleiche gilt auch in der zweiten Variante von dieser Skyblock-Struktur. Die generiert auch in der Luft, aber halt wirklich ziemlich selten. Aber wenn das erstmal hier generiert, dann hat man hier auf jeden Fall beispielsweise ein gebautes Haus mit ein paar Gemälden. Hat etwas Loot, wie man hier sieht, was theoretisch auf einer Skyblock-Insel passieren kann. Auch witziger Fakt nebenbei, wenn ihr diese Struktur antreffen solltet, dann ist dieses Bett, was man hier rechts klickt, einfach belegt, obwohl hier gar keiner drauf ist. Das ist allgemein aber ein Generierungsfehler von den Strukturen, was ich selber nicht fixen kann. Da
Der hilft tatsächlich eigentlich nur, dass man das Bett abbaut und wieder neu setzt. Jetzt kommen wir mal zur ersten sehr seltenen Struktur. Und zwar ist hier dieser Ice Bike. Hat zwei Varianten auf Loot, was jeweils immer als geupdatete Truhe generiert. Tatsächlich die erste Struktur auf der Liste, die sehr selten ist, weil die entweder hier sowas haben kann, also auch hier das Mod-Logo, oder halt nur irgendein Trash-Stuff, was man halt so kriegen kann. Die beiden Strukturen sind auch bei der 1.10 mit der Generierung her auch wesentlich seltener geworden, weil die wirklich viel zu häufig generiert wurden. Einmal haben wir hier den Nether Tower, der hat zwei Varianten auf Loot. Da kriegt man beispielsweise wie Gold, Papier oder so raus, oder halt hier so ein Fast Crossbow, was halt hier schneller an 3 mit Mehrfachschuss hat. Nether House hat drei Varianten auf Loot und generiert mit verschiedensten Tränken, wie beispielsweise Hero of the Village. Bad Omen kann auch dabei sein, aber das ist wirklich zufällig verteilt. Jetzt kommen wir einfach mal zur letzten älteren Struktur. Man hat es ja schon so oder so gesehen, das ist Pingu. Man sieht, dass Pingu doch ein bisschen anfällig ist, wenn man das abfacken sollte, aber dafür hat es hier sehr viel Platz. Und es gibt hier auch Blöcke, die man normalerweise nicht finden kann, wie beispielsweise hier einfach mal Barrieren. Die erste neue Struktur ist eine Entity. Es ist aber keine normale Entity, sondern es ist eine gemoddete Entity mit gemoddeten Loot. Diese Struktur ist wirklich sehr selten, hat zwei Varianten auf Loot und kann wirklich richtig OP-Stuff haben. Das ist die erste Struktur, wo man auch hier diese neue Verzauberungskugel kriegen kann. Mit einer 100%igen Chance, dass die auch generiert. Und bei der OP-Variante sieht man hier schon, generieren hier auch die Boss-Blöcke, hier halt zu einer weiteren Truhe führt, die sozusagen zu OP ist, aber ich trotzdem sozusagen als Belohnung reingemacht habe. Wie man hier schon sieht, wird man hier richtig überwältigt von dem gesamten Katalog von weiß ich nicht wie vielen Sachen und so weiter. Sonst generiert hier normalerweise so die gemoddete Wolle. Die OP-Variante der Struktur ist aber so selten. In 20.000 Blöcken sind vielleicht maximal 2 Stück anzutreffen, wenn nicht sogar noch seltener. Jetzt haben wir hier einen Enderdrachenkopf. Der Enderdrachenkopf hat 2 Varianten auf Loot, generiert ein End, und die OP-Variante generiert hier normalerweise mit sehr vielen Gegenstandsrahmen und halt sehr viel Stuff und so weiter, was sehr OP ist. Aber dafür ist es wirklich die seltenste Struktur, die es in der Mod gibt. Wenn man wirklich diese Struktur findet, selbst wenn die nur abgeschnitten ist, was es größtenteils ist. Ich habe aber auch schon hier ganze Strukturen hiervon gesehen, obwohl irgendwie das meiste immer wieder abgeschnitten wird. In 100.000 Blöcken werden hier maximal vielleicht 5-mal oder so hier diesen Kopf getroffen. Hier generiert beispielsweise auch zu 100% Chance eine Verzauberungskugel in der ausgeschöpften Variante. Die wird by the way dafür gebraucht, um die ganzen Verzauberungen, die hier in der 1.10 dazugekommen sind, drauf zu packen. Dazu aber später mehr. Die letzte neue Struktur, die aber eher nur als Seltenheitsgrad selten hat, ist hier diese neue Version des Jungle Tempels. Angefangen hier mit so einem kleinen Blutraum, wo hier halt wirklich eher, naja, Mist-Sachen und so weiter generieren kann. Wenn man hier aber etwas weiter runter geht, hat man hier einen riesen Raum aus komplexen Stuff. Und wenn die Struktur komplett generieren würde, dann würde die Struktur Minimum ein Netherite Barren rausgeben. Zusätzlich gibt es hier aber verschiedene Abschnitte. Ich will es hier nicht alle zeigen, aber hier wäre beispielsweise der Abschnitt mit den Supererzen. Dafür ist die Struktur aber halt nur Anführungszeichen selten und generiert nur im Dschungel. Könnte man hiermit auch eine riesige Monsterfarm draus machen, weil hier schließlich auch eine Menge Spawner sind, wo hier auch eine XP-Farm theoretisch entstehen könnte. Die Strukturen haben wir jetzt zumindest schon mal durch. Jetzt kommen wir zu den Blöcken. Hier ist eine geupdatete Ausführung von allen Blöcken aus der Mod, die hier aufgelistet sind. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie beispielsweise hier diese gemoddete Observer von Professor Fult. Der ist hier nicht mit drin, weil ich diesen Block mit den Funktionen als eigene Mod planen will. Manche werden es schon bemerkt haben, dass hier auch Blöcke von der Bedrock hinzugefügt wurden, wie beispielsweise hier diese Reaktorkerne oder hier diesen Allow-Block, Deny-Block, die alte Steinsäge, sowie nochmal andere Sachen, wie hier diese blaue Blume, die es in der frühen Alpha von der Bedrock gab. Andere Sachen dabei, wie hier dieses Zahnräder, was hier noch von der Impfdev ist. Es hat hier aber eine andere Funktion als damals in der Impfdev. Wenn ich hier aber alles wirklich erklären sollte, dann würde die Mod-Vorstellung viel zu lange dauern, weil die Mod wirklich auf 3 Tabs verteilt ist und wie man sieht, sehr viel Stuff hat, um alles wirklich einzeln zu erklären. Zu guter Letzt, was ich euch jetzt hier vorstellen will, ist hier die Trap. Traps werden hier so gecraftet, eigentlich sehr simpel und haben wirklich verschiedene Funktionen, was man hier
dazu anstellen kann. Auf Anfragen kann ich euch außerdem auch nochmal mehr über die Mods so weiter erzählen, aber es soll ja hier wirklich nicht über eine Stunde gehen. Wenn ich hier jetzt in Überlebensmodus gehen würde und diesen Erdblock abbauen würde, dann würde dieser Erdblock explodieren. Der Grasblock funktioniert ein bisschen wie Magma-Block und wenn ich hier jetzt raufgehe, wird der Chat zugespammt mit... Ja, da sagt halt das Gras, Player over me, also Spiele über mir und man wird halt für 4 Sekunden in Brand gesetzt. Simpel, aber man kann es nicht mal erlauben. Zu einer kleineren Sache, die hier zu einem Hotkey hinzugefügt wird, sind die Cosmetics. Tatsächlich sind sie auch serverkompatibel, aber wahrscheinlich auch nur kleinzeitig sehbar. Und zwar, wenn man entweder Lederstiefel, eine Feuerkugel oder TNT in der Hand hält, werden Partikel generiert, sobald man die Leertaste einzeln drückt. Beispielsweise bei Lederschuhen generieren Villager Happy Partikel. Bei der Feuerkugel und TNT generieren die Partikel, signalisieren sollen, oh, du hast hier TNT an Bord, vielleicht möchtest du ja griefen. In der Mobile, in der Stuff-Mod gibt es auch natürlich neue Rüstungen, Tools, Stuff und so weiter, wie man hier sieht. Natürlich gibt es doch andere Sachen, wie hier die Verzauberungskugel, sehr stark ist, wenn man die droppt. Würde ich euch wirklich nicht empfehlen, wenn ihr eine Basis selber errichten wollt, aber aus Versehen diese Kugel hier droppen solltet. Das kann ich euch einfach mal demonstrieren. Wenn ich die jetzt droppen sollte, wird halt wirklich ein ziemlich großer Krater entstehen. Das ist nicht von schlechten Eltern. Das ist die Explosionskraft von 30 TNT, die da ausgeführt werden. Trotzdem braucht man das für die ganzen Effekte. Man braucht es auch nur in den Inventar zu haben. Crafted wird das aus 4 Verzauberungsbüchern. Das Verzauberung ist egal, die da drauf ist. Und halt die ganzen Bossmaterialien sowie die Verzauberungskugel in der ausgeschöpften Variante. Und schon hat man das gemacht. Damit kann man dann die Sachen schnell, Bergbau, Regeneration, Spinnenaugen, Resistent und halt Schwimmflossen raufpacken und die geben halt die jeweiligen Effekte. Hier habe ich auch einen Upgrade-Prozess hingebracht, wie man halt die Rüstung und so weiter halt upgraden kann, weil man einige Sachen halt relativ anders upgraden kann oder upgraden muss. Boots und so weiter gehen ganz normal. Drachenbrustplatte ist jein. Man kann sich zwar auch im normalen Weg verbinden, aber man kann die auch so craften, was natürlich zwar teurer ist, aber wenn man keinen Netherite parat hat, ist das ein alternatives Rezept, wenn man gar keine Netherite-Rüstung parat hat. Also ganz normalen Tools, Axt, Spitzhacke, Schaufel, Hacke. Dann gibt es hier aber auch ein neues Tool, beziehungsweise eine neue Waffe, und zwar die Kampfaxt und die Drachenkampfaxt. Drachenkampfaxt macht ganze 20 Angriffsschaden, ist dafür aber richtig teuer beim Verbinden im Schmiedetisch, weil man ein Drachenfragment Erz braucht, was man aus 4 Drachenblöcke zusammencraften muss, die auch wieder jeweils 9 Drachenfragmente kosten. Seltenheit von Drachenfragmenterzen ist ähnlich wie Netherite. Aber weil die Endinseln halt nur eine gewisse Fläche haben zum Generieren, kann es sein, dass es halt häufiger generiert als sonst. So wird außerdem auch die Smart-Doppel-Axt gecraftet. Schwert genau das gleiche wie bei der Brustplatte. Man kann es zwar zu Netherite upgraden, aber hier kann man das nicht zu Drachenschwert craften, sondern man muss es selber nochmal neu craften. Und zwar tatsächlich ist das Craft-Rezept sehr teuer, aber dafür lohnt sich das aber auch wirklich. Man braucht beispielsweise nun ein Drachenei, was man sich auch in der Mod craften kann, ein Drachenkopf, was man sich auch herstellen kann. Bedrock braucht man bei Drachen. Flügel, da jetzt mal Drachenfragmente und schon hat man das gecraftet. Vorteile bei diesem Schwert, das hat wirklich sehr viel Durability. Macht 14 Angriffsschaden, die Gegner kriegen jeweils 1,5 Herzen Widerschaden, wenn man sagen sollte. Battle wird außerdem so gecraftet. Eigentlich sogar relativ günstig für das, was man da kriegt. Jetzt kommen wir zu den ganzen Verzauberungen. Mit der 1.10 sind halt wirklich ziemlich viele Verzauberungen dazugekommen. Am Anfang waren es jetzt nur 1 bis 2. Jetzt sind das die 9. Die erste Verzauberung ist direkt eine Fluchverzauberung, aber auch irgendwie auch nicht useless, also nutzlos. Eine Verzauberung ohne Funktion. Kann man aber hingegen auf alles verbinden und ist auch beim Verzauberungstisch findbar. Alle neuen Bücher, außer Endertouch und Useless, kann man bei Dorfbewohnern und dieser Drachenschädelstruktur halt finden. Endertouch hingegen ist nur bei Dorfbewohnern tradebar. Das braucht man halt, um die Enderze abzubauen, die diese Mod hinzufügt. Zusammen mit vielen anderen Verzauberungen kompatibel, die man gerne auf der Spitzhacke haben will. Dragon Wings, Drachenflügel, gibt dir die Fähigkeit, kurz zu fliegen. Dafür braucht man aber einen Flugstab, den ich hier schon die ganze Zeit in der Hand habe, sowie eine Drachenbrustplatte, die man aber nur in Inventar halten muss. Wenn ich das jetzt nur rechts klicke, sieht man schon, ich fliege hier hoch,
kriegt kurzen Slow-Falling-Effekt und das wird auf einen Cooldown mit 1000 Ticks gesetzt. Die ganzen anderen Effekte, da werde ich jetzt erstmal überfliegen, wird man hier halt für die Verzauberungskugel benötigt, die ich schon vorhin teilweise erklärt habe. Binnenaugen geben die Nachtsicht, Regeneration ist selbsterklärend, Flipper, das ist Schwimmflossen, das gibt dir Fuß des Delfins, Tanky gibt dir Resistenz, Mining gibt dir Eile, Speedy gibt dir Speed. Essen ist hier tatsächlich relativ wenig in der Mod vorhanden, aber wenn schon, denn schon Essen, was eher noch nicht irgendwie vorkam in irgendeiner Mod. Was Zufälliges, was ich hinzugefügt habe, Chicken Wing, also Hühnerflügel, gibt jetzt 3,5 Hunger Coins. Kann man aber hingegen auch nur in ein Lagerfeuer braten, rät aber schneller als gewöhnlicher Ofen. Zu einer Sache, die ich auch zufällig hinzugefügt habe, ist ja ein Esspapier. Gibt dir jeweils 0,5 Hunger Coins und das hat jeweils einen anderen Effekt. Honigpapier gibt dir beispielsweise Regeneration und Speed für eine kurze Zeit. Apfelpapier gibt dir nur kurz Speed. Melonenpapier gibt den Melonenkern, wenn du das gegessen hast. Goldenes Papier ist dagegen schon etwas wertvoller, gibt die Regeneration 2 und Schnelligkeit. Alles wird auch ziemlich leicht gecraftet. Es ist auch ein Essen, was man schneller essen kann als normales Essen. Zwei neuen Äpfel, die in der Mod-Version 1.8 hinzugekommen sind, sind hier die Smaragdapfel und der vergoldete Apfel. Der Smaragdapfel gibt dir einfach nur 4 Hungercoin dazu. Der vergoldete Apfel gibt dir halt gleiche Effekte wie der goldene Apfel, nur vor halt 10 Jahren oder so. Vorletzte Essen ist tatsächlich ein Meme-Essen, und zwar ist es die Stream-Item-Pokémon-Karte. Wenn ich das essen sollte, kriegt man ersten Erfolg, Soundeffekt und 10 Hungercoin dazu. Ich hab Schmerzen! Doch HG zuliebe habe ich bei der Süppchen hinzugefügt. Hat auch hier die Eigenschaft Süppchen. Das kann man direkt essen. Generiert auch 3 bis 2,5 Herzen. Füllt 1,5 Hungerkeulen auf und hat so ungefähr eine ganze Hungerkeule Sättigung. Craften kann man das aus Kokobeans, 2 Kakteen, Moos oder halt aus halt hier doch ein Braunpilz mehr, weil das sich sonst überlappen würde mit den Rezepten. Also wer HG mit der Mod spielen will, nur zu. Das hier sind eher die Easter Egg Sachen von der Mod, die ich in der 1.10 nun als extra Tab hinzugefügt habe. Und zwar ist das Mod-Logo selber. Das war vorhin ein Erfolg. Jetzt braucht man alle 3 Logos für den Erfolg. Man kann sie sich aber trotzdem seitdem auch craften. By the way, super Knochenmehl und nicht normales Knochenmehl, falls ihr denkt, das ist viel zu teuer. Wenn man alle 3 Mod-Logos in Inventar, dann kriegt man auf jeden Fall einen Erfolg mit dem Namen der geheime komplette Katalog. Der gibt ziemlich viel XP, ist aber auch zugleich ein Easter Egg, muss man auch zugeben. Wie man schon bei den Erfolgen sehen kann, die Mod fügt auch über 30 neue Erfolge tendenziell steigend hinzu. Dann haben wir nochmal die Projekt Pinguin Logos. Ja, leider ist schon ein Erfolg. Wenn ich jetzt hier rechts klicken sollte, dann sieht man hier schon PPX Trailer. Man halt hier auf YouTube. Wofür hat man hier nochmal einen Platzhalter, den ich tatsächlich für Prozeduren benutzt habe. Beispielsweise den ersten Snapshots von der 1C, die ich damals gemacht habe. Wo das gerade mal einen Monat her ist, wo ich die ersten Snapshots released habe. Bin jetzt mit den Grundsätzlichen eigentlich durch. Ich werde euch jetzt einfach mal die neue Dimension zeigen. Natürlich gibt es hier noch Potions wie Meereskraft, also vom Konduiten, Dragon Ball, Held des Dorfes, Bonus Unheil und so weiter. Aber das würde halt wirklich viel zu lange dauern. Ich bin jetzt schon 53 Minuten am Aufnehmen, was wirklich für eine Mod-Vorstellung allgemein sehr lang ist. Und schon sind wir hier in der Dimension. Ich habe hier schon ein bisschen ausgehöhlt an Stein, wie man hier sehen kann, um zu zeigen, wie die Erze sozusagen generieren. Es gibt auch noch einen kleinen Bug mit den Super Eisenerz. Wenn ich hier so schaue, sieht man hier schon, man sieht das ganze Eisenerz so, aber das ist in der 1.10.2 schon wieder gefixt. Man kann hier auch natürlich Eisenadern und weiter antreffen, aber ich schätze mal die Höhlengenerierung, den normalen Stein ist jetzt, schätze ich mal, eher das langweiligste von dieser Dimension. Wenn ich jetzt hier einfach mal hochgehe und ein paar Blöcke wegfliege, sondern es können auch natürlich von der Generierung her allgemein viel höhere Berge entstehen als eigentlich normalerweise. Ich wechsle mal die Welt, damit man auf jeden Fall die neuen Dimensionen sehen kann. Und zwar haben wir hier Superwood Lush und Big Superwood Lush. Hier generieren die Superbäume und können halt 3 Holz droppen. Superwood Lush und Big Superwood Lush generieren natürlich auch Axolotl. Optional wird hier aber auch Lush Cave und Dripstone Cave einfach mal mit vermischt. Es können auch Dörfer da generieren. Ja, hier ist einfach mal ein abgeschnittener Pingu. Da sieht man halt nicht jedes Mal generieren die Strukturen so perfekt, wie ich das halt dort aufgestellt habe. Es gibt natürlich auch noch anderes drittes Biom, zwar ist es Netherworld. Das ist tatsächlich eher so ein Biom, wenn man das etwas düsterer mag. Das Biom ist ziemlich selten
und generiert auch nur in dieser Dimension, genauso wie die anderen Biome. Im Randgebieten können auch hier tatsächlich solche Würbäume generieren, die tatsächlich nicht allzu häufig sind. Also grundsätzlich gesagt, wer wirklich auf dieses Biom stoßen sollte, der ist wirklich ziemlich lucky. Dann würde ich auf jeden Fall die Modpostellung beenden. Ich hoffe, das hat euch auf jeden Fall gefallen. So viel wollte ich jetzt auch nicht erzählen. Ich habe jetzt das Grundlegende von der Modifikation erklärt. Ich hoffe einfach mal, dass das euch weitergeholfen hat.